Die Arbeit als Stubenfrau war nicht gerade das, was ich auf Dauer machen könnte. Der Anfang war aber getan. Und dank ein paar Freunden aus der Silvestergruppe konnte ich nach meiner Promotion meinen nächsten Job diesmal schon in Wien bereits vor Ort wohnend suchen. Anfang Dezember 2012 hatte ich dann eine Arbeit, zumindest als Weihnachtsaushilfe, in einem Buchladen und pünktlich zum Nikolaus hielt ich auch die Schlüssel für meine Wohnung in der Hand. Gerade mal 300 Meter von einer U-Bahn-Station entfernt, in der Nähe eines großen Marktes. Mit ein paar Tricks habe ich auf diesen 26 Quadratmeter alle nötigen Bereiche untergebracht, inklusive Gästezimmer. Einmal haben wir drin sogar zu viert Weihnachten gefeiert. Kurze Zeit später kam ich wieder in die Hotelbranche zurück, diesmal aber als Rezeptionistin und diesem Job blieb ich die nächsten Jahre treu. Der Camino-Virus ließ mich natürlich auch in Österreich nicht los und schon im nächsten Frühling fing ich wieder an, den Jakobsweg zu laufen, aber darüber erzähle ich euch in der nächsten Folge.